so dann. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Verdammt! Ah, das ging doch so gut. Und jetzt hier so eine Horrorszene, das ist gar nicht. Er hat's den halbiert. Ja. Verdammt. Oh, hört auf. Dann schickt lieber wieder so eine Armee von Viechern her, dann ist gut. Das ist nicht ganz. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Ja, wir speichern auf jeden Fall. So. Sind wir jetzt wieder in diesen einen Raum hier vorne? Ach ja, genau, da sind wir doch runtergelaufen. Sprich irgendwie. Wow, was, was? Bam! Verdammt, verdammt, verdammt. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Schickt bitte lieber so eine Armee, dann erschreckt man sich zumindest nicht. Verdammter Mist. Wir nehmen eine andere Waffe nochmal. So auf Nahdistanz ist die hier, glaube ich, besser. Müssen wir jetzt hier weiter? Ich glaube, ja, oder? Ja, wir müssen weiter nach unten. Zu Deck D, zur Wartung. Oh, nee, 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 nee. Jetzt kommen doch bestimmt wieder irgendwelche Viecher hier, oder? Oder ist das zu einfach? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. War das so ein Big Boss hier? So einer, der nicht stirbt? Der sah so komisch aus. Also langsam ist meine positive Stimmung weg. Nein, 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 nein. Was ist das da? Was ist, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh, du bist es! Oh, auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Mann! Komm schon, leg ihn ab! Bam! Zurück, zurück, zurück! Andere Waffe! Jetzt brauchen wir unsere Mega-Waffe, die ist stark! Kommt her, ne? Kommt her! Energien gebündelt. Oh verdammt, was ist das denn? Wieso bringt das nichts? Ah, ja. Puh. Gott sei Dank. Was liegt denn hier alles rum? Audiolog? Dr. Klein! Was zum Teufel? Zurück! Einen Schritt näher und ich erschieße Sie. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruft mal jemand die Security. Und ich befürchte, wir sehen ihn und seinen Freund dann auch bald wieder. Zumindest bei Deck C haben wir ja das eine Vieh. Das sah genauso aus. Was bist du denn? Lebst du? Wir hauen einfach mal drauf. Wehe, du machst jetzt irgendwas. Ich glaube, das war gut, ne? Oder? Das ist nur zu deinem Besten. Nicht, dass der jetzt hier noch weiter leidet. So. Ansonsten passiert hier noch irgendwas. Oh, nee. Und wir konnten auch so viel wieder nicht mitnehmen. Oh, das tut immer doppelt und dreifach weh. Komm, komm mal ran hier irgendwie. Das Teil brauchen wir bestimmt. Was sagt Munition?
Ja, Plasma-Kater lassen wir erstmal ausgewählt. Okay, wir fahren rüber. Komm. Los geht's hier. Von wo, von wo, von wo? Au! Oh, nicht diese Viecher. Ah, komm schon, treffen. Treffen! So. Ah, eine Flasche. Die ist gut. So, die haben wir. Wer spuckt denn hier? Hä? Wo kommt die denn? So. Keine Panik. Bloß keine Panik. Wir können das ganz in Ruhe machen. Boah, traumhafter Schuss. Dann nehmen wir nochmal eine Flasche mit. Wir machen... Wo? Da. Hä? So. Genau. Bloß die Ruhe bewahren. Können wir bedeuten, dass wir zielen. Gut. Haben wir noch viel Munition? Wir haben irgendwie immer mehr Medipäckchen mit als alles andere. Komm, nehmen wir nochmal die 2. Hallo? Gehst du auch auf? Isaac? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Nein, wir wollen nicht. Nein. Bitte nicht. Verdammt, ich will hier nochmal einen Shop haben. Ich will... Oh, ich kann das doch nicht alles liegen lassen. Das gibt's ja gar nicht. Ich laufe nachher zurück. Das... Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Okay. Ah, du lebst doch gar... Hä? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob die lebt, aber... Oh. Wieso? Also, ich glaube, die hätten wir auch... Wir testen jetzt mal was. Hä? Ich hab doch gerade... Doch, shit, verdammt! Das Leben ist runtergegangen, ups. Entschuldigung. Den lebt ihr doch noch. Mann, bist du da hinten? In Ruhe da. Lass unsere Freundin in Ruhe. Was? Wo? Wo? Wow! Oh Gott! Oh. Ja, und lass uns erst recht in Ruhe. Dann geh lieber zur Freundin. Nein! So. Wehe, hier kommt noch ein Vieh. Also dann gibt es aber Ärger. Deaktivier das mal, du bist fast tot. Scheinfeißer! Schwamm! Oh, was soll das denn alles? Lad nach! Lad nach! Lad nach! Nein! Lad nach, lad nach, lad... Wir brauchen eine andere Waffe. 3, 3, 3. Okay, die Tür ist jetzt entwickelt, Isaac. Und ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Mach das. Ich liebe dich. Ja. Das hier wird bald vorbei sein. Ja. Ja, wir sehen uns bald, aber nimm mal ein Medipäckchen. Wir schmeißen dir vielleicht eins rüber oder nö, du willst gar nicht. Wir haben viele dabei, also von daher wäre jetzt nur so ein Angebot gewesen. Okay, dann nicht. Vielleicht brauchen wir die auch noch selber. Oh, ich glaube es nicht. Das kann man doch nie im Leben alles mitnehmen, verdammter Mist. Wir haben nicht so viele Taschen. Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Uns geht's gut. Wie hast du den Sender? Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Oh,
wir mussten jetzt das eine Medipäckchen auch noch nehmen. So. Ihr wart tot, ne? Oder? Ja, gut. Müssen wir hier wieder zurück? Ja, müssen wir. Och, Manno, ich will nicht zurücklassen. Das ist so gemein. Und wir haben zu viel Platz für Medipäckchen hier. Das gibt's gar nicht. So, ganz ruhig, ganz locker. Aus der Hüfte. Ja. Na. Munition, Munition, Munition. Ich habe gerade Munition gesehen. Aua. Komm schon. Komm her hier. Wo bist du? Wo bist du, hä? Was ist das denn? Ach du. Lad nach. Gut. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Die blöde Anzeige, verdammt. Jetzt spielen wir wirklich blind hier. Oh, jetzt komm. Au, nicht schlagen. Oh, hier, nimm das. Es hängt fest, es hängt fest. Flasche rum. Jetzt hau nicht ab. So, Freunde. Nein. Zurück, zurück. Oh ja, wir sind heute gut drauf. Das muss man wirklich sagen. Die Umgebung der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Wir speichern. So, und weiter geht's. Ich glaube, wir können heute hier alles schaffen. Ach nee, oh nee, jetzt kommt die Quälerei wieder, weil wir was zurücklassen müssen. Oh, nicht schon wieder so ein Spinner da hinten. Na komm, komm her. Ah, lad nach! Lad nach! So. Noch mehr? Nö. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schürfunterdecks. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Wir gehen erst nochmal nach oben. Denn ich möchte gerne zum Shop. Und ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein großes Medipäckchen reingeschmissen, ne? Ach, egal. Wir fahren jetzt nach oben, um uns dann den neuen Anzug zu holen. Dann haben wir mehr Platz. Dann packen wir ein, zwei Medipäckchen weg. Dann sind wir hoffentlich einigermaßen gerüstet für Deck C, was auch immer da dann eben kommt. Wo sind wir denn ausgestiegen hier? Na, Deck A, da. So, nochmal zum Shop, der war doch hier links. Genau. Also, passt. Erstmal weg, 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 weg. Brauchen wir erstmal nicht. Verkaufen, verkaufen. Es waren nur zwei? Waren das nicht drei? Ne, waren zwei. Okay, und jetzt Anzug. Sehr schön, kaufen. Dann schlüpft da mal rein. Hahaha, endlich. Ja, der sieht auch schon ordentlich mitgenommen aus. Ich hoffe, der neue ist ein bisschen stylischer. Ja, also vom Design her jetzt nicht unbedingt viel anders. Bisschen mehr Platz. Ist wahrscheinlich auch etwas schwerer. Aber das soll uns recht sein. Und ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wieder nach unten. So, Abbau. Da geht's hin. Und ich glaube, wir nehmen gleich mal unsere Superwaffe. Wie sieht das jetzt von Platz her aus? Oh, schön. Super, aufgeräumt.
Picobello.